In diesem Video heute geht es nun endlich um die Zucht des Schmetterlingsbuntbarsches. Viele von euch haben mich immer schon danach gefragt, wann denn endlich dieses Video rauskommt. Und naja, ich habe wieder gewartet, bis die ganze Zucht dann auch wirklich vollzogen war. Ich habe jetzt hier in meinem Biotop-Aquarium immer noch so 150 Jungtiere schwimmen, die schon eine ganz gute Größe haben, also schon juvenile Tiere sind. Und in dem Video zeige ich euch wieder von Anfang an, von Beginn an, also wie ich das Zuchtpärchen eingesetzt habe, die Eier gelegt wurden, die bald vonstatten gingen und dann die Jungtiere langsam gewachsen sind, zeige ich euch, wie das bei mir hier funktioniert hat. Ich möchte vorher aber noch ganz kurz erwähnen, dass es natürlich auch bei den Schmetterlingsbuntbarschen wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die Tiere zu züchten. Und meistens finden wir im Handel ja die Hochzuchtformen vor. Da gibt es einmal die, die so an der Naturform angelehnt sind. Dann gibt es die Electric Blue, die goldenen und verschiedene Varianten. Mittlerweile auch schwarze Schmetterlingsbuntbarsche. Und ja, all diese verschiedenen Hochzuchtformen, die eint eigentlich, dass sie häufig, nicht immer, aber häufig nicht mehr ganz so leicht nachzuzüchten sind, da sie über viele Generationen schon auf Masse gezüchtet wurden. Und das führt manchmal dazu, so ist zumindest mein Eindruck und so hört man das auch häufig, dass die Elterntiere nicht mehr wirklich dazu in der Lage sind, ihre Jungfische selbst aufzuziehen. Und in dem Fall, und das erkläre ich jetzt kurz vorher, wie man das auch anders machen kann, würde man die Tiere separat setzen in ein kleines Aquarium, welches sehr sauber gehalten wird und steril gehalten wird, bis sie dann ableichen. Und dann werden häufig die Eier auch den Elterntieren entnommen, oder diesem Aquarium entnommen und dann separat aufgesetzt. Das heißt, man müsste dann die Eier in einen nochmal kleineren Behälter setzen, diesen sehr stark belüften, vielleicht auch ein Antipilzmittel einsetzen, um so ein verpilzende Eier dann zu verhindern. Und dann würde man die Jungtiere von den Larven bis zu den Jungtieren dann entsprechend separat aufziehen mit ganz viel Hygienearbeit. Mein Ansatz, den ich jetzt hier gefahren bin, ist ein ganz anderer gewesen. Ich wollte nämlich ganz gerne diese Tiere unter möglichst natürlichen Bedingungen nachzüchten. Dafür hat sich hier auf jeden Fall dieses Biotop-Aquarium angeboten. Das hat 80 cm Kantenlänge. Ich glaube, ich komme dabei, weil es nicht ganz so hoch ist, auf, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 100 Liter oder so. Und dort habe ich dann mein Zuchtpärchen eingesetzt und das Ganze sehr natürlich eingerichtet. Das heißt, ich habe Schwarzwasser, arbeite hier viel mit Torfeinsatz, mit Laub in dem Aquarium, aber auch mit dem einen oder anderen flüssigen Zusatzmittel, um einfach dieses Schwarzwasser hinzubekommen. Und vor allem verschneide ich auch hier das Leitungswasser wieder mit Osmosewasser, einfach um die entsprechenden Werte einzustellen. Und dann ist es eingerichtet mit ganz viel Wurzelholz und das Aquarium läuft auch schon eine ganze Weile. Ich habe hier vorher die Transvestitenbuntbarsche drin nachgezogen. Das heißt, das Becken steht schon eine ganze Weile und es hat sich viel an Mikroorganismen gebildet, viel Weidegrund auch für kleine Fischlarven. Und ich denke, das ist auch so ein kleines Geheimnis für den Erfolg dieser natürlichen Aufzucht. Ja, noch dazu habe ich mich ja entschieden, hier die Wildform der Schmetterlingsbuntbarsche zu züchten und nicht nur die Wildform, sondern es waren tatsächlich auch Wildfänge. Zu dem Thema Wildfang kann man natürlich jetzt ganz viel wieder erzählen. Da habe ich in dem Video, wo ich die Tiere gekauft habe und die vorgestellt habe, schon ein bisschen was zu gesagt. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein extra Video zu, denn da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen und Meinungen dazu, ob man das denn machen sollte, Wildfänge wirklich zu halten. Ich habe mich hier in diesem Fall für die Wildfänge entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich dann davon ausgehen kann, dass nicht durch Zucht über Generationen hinweg schon so dieses natürliche Brutpflegeverhalten, der Brutinstinkt verloren gegangen ist. Und deswegen war ich relativ zuversichtlich, dass das auch klappen kann, dass hier die Elterntiere auch die Jungen wirklich eigenständig und selbstständig großziehen können. Das Ganze hat am Ende auch funktioniert. Bevor ich euch jetzt anfange, hier diese Zucht im Detail darzustellen, sage ich nochmal, diese Videos werden in der Regel etwas länger. Das ist auch von mir so gewollt, denn ich möchte wirklich detaillierte Zuchtberichte hier liefern auf meinem Kanal. Wem das zu lang ist, kann das ja auch in mehreren Etappen gucken. Das ist ja jedem selbst freigestellt. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch diese Zuchtberichte zum Beispiel gefallen. Meinem Kanal tut das natürlich unheimlich gut, wenn da so noch die Abonnentenzahl ein bisschen steigt. Und vergesst vor allem nicht, den Daumen nach oben auch zu geben, denn das ja, zählt dieser YouTube-Algorithmus anscheinend ziemlich. Und dann werden die Videos weiter vorgeschlagen und verbreiten sich dann auch entsprechend ein bisschen schneller. Und so kann dann dieses Wissen, was ich hier versuche zu vermitteln, oder meine Erfahrungen, die ich versuche zu vermitteln, auch möglichst viele Menschen erreichen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem besonderen Video, die Zucht der Schmetterlingsbuntbarsche im Detail.
Ich hatte die Zuchttiere schon einige Zeit in dem Aquarium. Das könnt ihr in dem Video sehen, wo ich die hier eingesetzt habe. Und dann war das ein bisschen eine Geduldsfrage, bis dann mal was passiert ist. Und zwar ist es dann tatsächlich direkt nach meinem Sommerurlaub passiert. An dem Tag, als ich wiederkam, habe ich festgestellt, dass auf der Tonscherbe, die ich extra für diesen Zweck in dieses Aquarium eingebracht habe, ein Gelege zu sehen war. Die Tiere haben sich ganz anders verhalten als vorher. Vorher hat das Männchen das Weibchen sehr, sehr stark immer verdrängt und verjagt. Und auf einmal war das Weibchen in voller Pracht, in voller Balz und ja, Fortpflanzungsfärbung und ja, das Verhalten war auch entsprechend anders. Und dann habe ich eben nachgeguckt und auf dieser Tonscherbe haben wir dann hier jetzt die Eier vor uns. Die sind von der Färbung her kaum zu sehen. Da muss ich auch zweimal hingucken. Also mir ist zuerst die Färbung der beiden Alttiere aufgefallen und dann vor allem auch das Verhalten der beiden Alttiere aufgefallen. Man sieht hier das Männchen, wie das über diesem Gelege steht und mit seinen Brustflossen da wirklich frisch Wasser auf dieses Gelege fächelt. Und das ist auch ganz typisch für diese Tiere, die Offenlaicher sind, Offenbrüter sind. Und ja, dann ist das natürlich eine ganz spannende Phase der Zucht, wo die beiden Tiere, das Männchen und das Weibchen, sich immer wieder anschwimmen und anbalzen und ja, einfach wirklich tolle Farben zeigen. Hier wird dann das Potenzial auch der Wildfänge in der Färbung wirklich völlig klar. Ich finde, dass das wirklich ganz prächtige und tolle Tiere sind. Das, was mir sehr schnell aufgefallen ist, ist leider auch, dass das Weibchen vorne rechts an der Wange so eine leichte Wulst ausgebildet hat. Das habe ich ja auch in den Community-Beiträgen schon mal gepostet. Hier sieht man das immer mal wieder in den Abbildungen, und in dem Video. Und da war mir relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich nicht mehr allzu lange gut geht. Ich wollte jetzt hier auch nicht mit Medikamenten arbeiten in dem Aquarium, in diesem Zuchtprojekt, da sie jetzt gerade abgeleicht haben. Und ja, die Entscheidung war auch im Nachhinein, denke ich, richtig. Es ist immer schwierig, sowas zu behandeln. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Da kann eine kleine Verletzung passiert sein, die sich dann entzündet hat oder was auch immer. Das kann man sehr, sehr schlecht irgendwie begründen, das Ganze. Auf jeden Fall hat das Tier hier noch ein ganz normales, tolles Balzverhalten gezeigt und sich ganz prächtig auch um diese Brut gekümmert, die dort abgelegt wurde. Man sieht das hier, auch das Weibchen befächelt das Gelege. Das ist eine Art, wo Männchen und Weibchen eigentlich eine ganz gute Aufteilung haben, wo jetzt nicht ein Geschlecht vermehrt sich um das Gelege kümmert, sondern das machen beide gleichzeitig. Und ja, die Ausschnitte, die wir jetzt hier sehen, das sind so die ersten ein, zwei Tage. Und ich bin am nächsten Morgen immer wieder aufgestanden und habe gehofft, dass die Eier noch da sind, denn das passiert sehr, sehr häufig, dass die Tiere einfach ihre Eier auffressen, gerade wenn es das erste Mal ist, dass die Eier legen. Und so hatte ich immer Sorge, dass ich am nächsten Morgen in das Aquarium reinschaue und dass die Eier dann entsprechend nicht mehr da sind. Aber die Tiere haben mich eines Besseren belehrt und es hat wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Was dann irgendwann auffiel, war, dass die beiden Alttiere Mulden angelegt haben. Hier hat man gerade eine gesehen und das ist auch ganz typisch und auch ein Grund dafür, warum die Schmetterlingsbuntbarsche wirklich auf Sand gehalten werden sollten. Ich komme da gleich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber. So, nach 2, 3, 4 Tagen haben sich dann die Eier etwas dunkler verfärbt. Nächster Punkt, wo ich mich wirklich sehr gefreut habe, denn das ist ein sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass sie befruchtet sind und sich entwickeln. Es sind keine verpilzten Eier dabei gewesen. Das möchte ich wirklich hier mal betonen, denn das ist auch sehr untypisch. Die Alttiere entfernen natürlich auch verpilzte Eier. Es kann auch sein, dass die da, wenn da verpilzte Eier bei waren, die rausgepickt haben. Aber das ganze Gelege ist nicht kleiner geworden. Von daher bin ich relativ überzeugt davon, dass ich eigentlich hier kaum Verpilzung oder gar keine Verpilzung von den Eiern hatte. Und das liegt sicherlich auch an den Wasserwerten. Ich habe die Tiere jetzt hier gehalten bei einer Temperatur von 28 Grad, pH von 5, GH2, KH2 ungefähr, also sehr weiches und saures Wasser. Und das hat denen hier wirklich gut getan und ich denke auch den Eiern in ihrer Entwicklung sehr gut getan, denn das ist häufig das Hauptproblem, dass die Eier bei falschen Wasserwerten sich nicht richtig entwickeln können. Das hat was mit osmotischen Verhältnissen zu tun. Das würde aber zu weit gehen, das jetzt hier darzustellen. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Mulde, denn man sieht jetzt hier unter den beiden Tieren die ersten Larven, die hier in diese Mulde getragen haben. Und jetzt sind wir ja wieder wirklich an diesem Punkt Buntbarsche und Brutpflege. Das ist einfach wahnsinnig spannend zu beobachten. Die haben da ganz interessante Verhaltensweisen, denn die Schmetterlingsbuntbarsche, die betten ihre Brut mehrfach um. Und dafür legen die diese Mulden an.
Das heißt, die Eier sind jetzt so langsam so weit, dass die Larven schlüpfen und die Alttiere sorgen dafür, dass die Larven dann von dem Gelege transportiert werden in diese Mulden. Dafür nehmen sie die in den Mund und spucken die in diese Mulde rein. Wenn jetzt der Bodengrund aus Kies oder etwas gröberem Material bestehen würde, dann würden diese Larven in diesem gröberen Material verschwinden. Einfach weil die in diese Lücken reinfallen. Und das kann eben bei Sand nicht passieren. Und deswegen hier wirklich Sandboden bei der natürlichen Aufzucht der Schmetterlingsbuntbarsche absolut nötig und unumgänglich. So kann man das fast sagen. Also die Eier waren soweit, die Larven schlüpfen und die Alttiere sind immer aufgeregter auch gewesen. Die haben immer mehr verteidigt. Auch wenn man sich jetzt dem Aquarium genähert hat, sind sie nicht mehr abgehauen und waren scheu, sondern im Gegenteil, sie schwimmen gegen die Scheibe und versuchen, ihr Gelege zu verteidigen. Unter den Fischen jetzt zu sehen ist, dass die Menge der Larven in der Mulde steigt und die Eier auf dieser Tonscherbe, die da drin sind, wurden immer weniger. So ein paar sind noch drauf und da sind die Alttiere wirklich völlig akribisch und suchen auch das letzte Ei noch, die letzte Larve, die dann schlüpft aus den Eiern da raus. Hier sieht man das Männchen hinter dem Weibchen wieder danach picken und dann trägt er die sofort in diese Mulde rein und spuckt die da rein und da sammeln sich dann diese ganzen Larven drin. Jetzt hier nochmal ganz schön zu sehen, wie das da unter dem Weibchen jetzt gerade alles zappelt und die werden jetzt dort gesammelt und dort dann weiter gepflegt von den Tieren. Ja, das Ganze geht dann weiter, indem die Alttiere immer neue Mulden sich ausgraben. An verschiedenen Stellen des, in dem Fall jetzt Aquariums, in der Natur machen die das aber ganz genauso und dann betten die diese Larven immer wieder um. Und das ist wirklich total spannend zu beobachten, denn es führt natürlich auch dazu, wie man das jetzt hier in dem nächsten Ausschnitt sieht, dass man ja manchmal auch morgens zu so einem Aquarium kommt und natürlich die Larven nicht mehr sieht, weil sie einfach an einer ganz versteckten Stelle untergebracht sind. Sie sind zu erahnen unter dem Männchen, aber vor allem sieht man, dass noch Larven da sind am Verhalten wieder der Alttiere. Die sind ganz fokussiert auf diesen einen Punkt und gehen immer wieder auch runter und picken da kurz mal dran und picken wieder eine Larve auf und geben die in diesen Pulk wieder zurück und pflegen das Ganze dann so. Und das Ganze geht wirklich über ein paar Tage, dass man immer wieder neue Stellen findet, wo die Larven untergebracht sind. In dieser ganzen Zeit, der Larvalzeit, ich kann die Anzahl der Tage nicht ganz genau sagen, braucht man sich noch keine Gedanken über die Fütterung zu machen, denn die Larven leben noch von dem Dottersack und die nehmen sowieso noch keine Nahrung auf. Was aber hier auch auffällt, jetzt in dieser Mulde, wo die jetzt drin sind, eine neue Mulde, dass es so aussieht, als würden das immer mehr werden. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern sie wachsen einfach. Ja, das heißt, diese ganze Masse, diese zuckende Masse, die dort entsteht, die wird immer größer, immer dunkler. Und das liegt daran, weil die einzelne Larve natürlich ein bisschen wächst. Zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, Fütterung noch gar kein Thema. Bei den Schmetterlingsbuntbarschen ist es aber so, dass die Jungfische, die sich dann aus den Larven entwickeln, wirklich noch so klein sind, dass sie feinstes Aufzuchtfutter brauchen. Da funktionieren auch Artemia-Nauplien frisch geschlüpft ganz am Anfang noch nicht. So zumindest meine Erfahrung. Sondern da muss man dann wirklich gucken und im Vorfeld schon gut überlegen, was kann man denen an Futter bieten. Und hier komme ich nochmal zu sprechen auf das gut eingelaufene Aquarium, in dem ich diese Tiere jetzt hier zur Zucht angesetzt habe. Denn auf den ganzen Oberflächen in diesem Aquarium, da bildet sich so ein Biofilm aus verschiedensten Kleinstlebewesen, Bakterien und so weiter. Und dieses gut eingefahrene Aquarium mit den Oberflächen, das ist wirklich für mich, für diese natürliche Aufzuchtmethode, absolut unumgänglich, um die Larven in den allerersten Tagen, die Jungfische, wenn sie sich aus den Larven entwickeln, in den allerersten Tagen mit Futter zu versorgen. Hier sieht man jetzt nochmal das Weibchen, was wieder einen Maul voll nimmt mit den Larven und auf die ganz andere Seite des Aquariums transportiert. Also die machen da auch wirklich große Wege und suchen sich immer wieder neue Möglichkeiten, die Larven unterzubringen. Nebenbei sieht man eben wunderbar, wie aufmerksam die Tiere sind und es ist denen nun bei weitem nicht egal, was mit den Larven passiert, sondern ist immer da. Also einer von beiden ist immer bei den Jungtieren oder bei den Larven noch in diesem Stadium und der andere sucht wieder die nächste Stelle, wo die hin können oder verteidigt das Revier drumherum. Ich habe jetzt hier keine Feinfische mit in dem Aquarium und habe mich da auch bewusst für entschieden, weil einfach die Schmetterlingsbuntbarsche sehr, sehr viele Jungtiere bekommen können.
Ich war so davon ausgegangen, dass es vielleicht so 100 bis 200 Tiere sein können, aber dachte schon, das wären dann große Gelege. Es wird sich aber nachher noch zeigen, dass dieses Gelege hier noch deutlich größer war. Ob das die Regel ist oder nicht, das kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen. Vielleicht hat jemand da noch eigene Erfahrungen auch von euch mit einzubringen. Bei mir waren das sicherlich nach dem Freischwimmen direkt an die 400 Jungtiere. Die kann man natürlich nicht einzeln zählen, aber man kann das abschätzen, indem man sich einen kleinen Bereich raussucht und in diesem Bereich mal die Jungtiere zählt und das Ganze dann hochrechnet. Und da bin ich so ungefähr auf 400 Tiere gekommen, die direkt nach dem Freischwimmen dann zu sehen war. Waren. Jetzt sieht man hier in diesem Pulk, dass der sich so langsam löst und dass so langsam die ersten Jungtiere hochschwimmen. Und hier sind wir schon in der nächsten Sequenz, wo dann immer mehr Jungtiere aus diesem Pulk nach oben kommen und freischwimmen. Und das sind dann auch wirklich die Freischwimmer, also die freischwimmenden Jungfische jetzt dann. Das sind dann keine Larven mehr. Und ab diesem Zeitpunkt kann man so langsam anfangen, sich Gedanken über die Fütterung zu machen. Das wäre jetzt hier noch so ein bisschen früh. Man sieht, die sind schon noch sehr, sehr bodenorientiert und viele von denen liegen auch noch in dieser Mulde. Aber die Elterntiere bekommen immer mehr Arbeit. Hier sind sie jetzt wirklich schon freischwimmend und die Elterntiere sind die ganze Zeit bemüht, Ausreißer wieder einzufangen mit dem Maul. Die schnappen die dann auf, nehmen die in den Mund und spucken die wieder zurück in die Masse. Und das machen die eine ganze Weile und da sind die wirklich eigentlich ja 24 Stunden mit beschäftigt, ihre Jungfische zusammenzuhalten. Man muss sich vorstellen, in der Natur wäre das natürlich katastrophal, wenn die Jungfische sich einfach sehr weit verteilen würden, weil dann einfach Fressfeinde kommen und sie sich wegschnappen. Und deswegen hier hat man wieder gesehen, das Weibchen nimmt ein Jungtier auf und spuckt es dann in den großen Schwarm wieder zurück. Das heißt, die betreiben eine intensive Brutpflege und das ist ja auch wirklich eigentlich für mich zumindest das Spannende an der Nachzucht von diesen Fischen, die Brutpflege der Elterntiere. Hier in dieser Sequenz sind zwei Sachen zu sehen. Einmal, die Fische sind wirklich jetzt Freischwimmer, die Jungtiere, und das Weibchen entwickelt immer mehr dieses Geschwulst an der Wange, wie ich das da auch schon erwartet hatte. Ich hatte gehofft, dass sie noch eine Weile durchhält. Das sah jetzt hier an dieser Stelle immer noch ganz gut aus, dass sie noch zusammen weiter pflegen. Das Weibchen hat sich nach einer gewissen Zeit dann immer mehr zurückgezogen und ist dann am Ende auch ja wirklich gestorben und verendet. Und dann war natürlich für mich wieder so ein Sorgenpunkt ein bisschen in der Aufzucht jetzt hier, ob das Männchen auch alleine schafft, diese große Menge an Jungtiere hier zu versorgen. Großer Vorteil sicherlich, dass ich keine Feinfische in dem Aquarium habe und am Ende hat sich auch herausgestellt, dass er das wunderbar geschafft hat. Hier sieht man jetzt so eine feine Wolke an Futter, die ich da reingebe. Das ist so ein Staubfutter, so ein Erstfutter, was man im Handel kaufen kann. So ein ganz, ganz feines, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie es heißt. Da müsst ihr euch mal umgucken. Da gibt es ganz verschiedene Futtermittel. Das habe ich ein bisschen in Wasser eingeweicht und aufgelöst. Und dann habe ich das hier in sehr geringen Mengen in das Aquarium gegeben, einfach weil ich zusätzlich wollte, dass die Jungtiere jetzt hier ihre Erstversorgung haben und so das erste Futter aufnehmen können. Und ja, dann muss man natürlich schon sehr genau hingucken bei diesen winzig kleinen Fischen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die hinter dem Futter her waren und danach gepickt haben. Ich habe von Anfang an immer auch zusätzlich frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien dazugegeben. Die sieht man jetzt hier auch durchs Bild zucken. Ich habe zugesehen, dass ich die Artemia-Nauplien nicht über 2, 3 Tage in einem Ansatz gelassen habe, sondern direkt möglichst frisch verfüttert habe, damit die noch möglichst klein waren. Und es hat wirklich ein paar Tage gebraucht, bis die Jungtiere dann auch ganz offensichtlich an die Artemia-Nauplien gegangen sind. Vorher haben die dieses feinste Staubfutter noch gefressen. Ob die das gut angenommen haben oder nicht, das kann ich schlecht beurteilen. Ja, weil alles einfach so mikroskopisch klein vonstatten geht. Sicherlich ist aber vor allem der gute Aufwuchs auf den ganzen Gegenständen in dem Aquarium, mit den Wurzeln, den Blättern, diesen feinen Wurzeln von den Schwimmpflanzen und so, so die Hauptnahrungsquelle in den allerersten Tagen für die ganz kleinen Jungfische gewesen. Der Punkt, wenn die Jungfische dann anfangen, Artemia-Nauplien zu fressen, das ist so der für mich ausschlaggebende und springende Punkt, ab dem eigentlich nicht mehr ganz so viel schief gehen kann. So war zumindest meine Hoffnung, die sich zum Glück erfüllt hat.
Denn wenn die einmal an Artemia Nauplien gehen, dann hat man ein super, super wertvolles Aufzuchtfutter zur Hand. Und das ist ja nun nicht sonderlich problematisch, Artemia Nauplien anzuziehen. Und das mache ich ja dann entsprechend in größeren Mengen. Und wenn die dieses wertvolle Futter aufnehmen können, dann machen die das auch. Und ab dem Zeitpunkt, wo das dann passiert, da sind die dann absolut schnell im Wachstum auch. Man sieht hier das Männchen, wie das an der Scheibe so verteidigt. Und das liegt daran, weil der Blick frei ist auf das Nachbaraquarium. Das ist noch das Asien-Aquarium in seiner alten Einrichtung. Da habe ich öfter gesehen, dass das Männchen immer wieder da auch verteidigt hat gegen die Fische, die in dem anderen Aquarium drin waren. Und das ist sicherlich auch ein ganz guter Aspekt, weil man sagt, dass Zwergbuntbarsche in der Brutpflege auch Stellen brauchen, um sich abzureagieren, also um ihren Stress abzubauen und auch um ihre Jungfische zu verteidigen. Bei Opisthogramma-Arten habe ich das schon häufiger gesagt, dass man dort Beifische zugibt, wie zum Beispiel Enterguppies, die der Brut nicht wirklich sonderlich gefährlich werden können, aber dass die Elterntiere mit ihren Aggressionen auch irgendwo hin können, und dann entsprechend ihre Brut auch verteidigen und der Brutpflegeinstinkt aufrechterhalten bleibt. Hier jetzt mal Aufnahmen von den Jungtieren, nachdem sie angefangen haben, die Artemia-Naubchen zu fressen. Und das ist wirklich super, super eindeutig. Man sieht einfach die orangenen, dicken Bäuche. Wenn man dieses Bild sieht, wenn man das erreicht hat, diesen Punkt in der Aufzucht, dann ist, wie gesagt, so ein erstes Durchatmen möglich, weil die einfach hier ab diesem Zeitpunkt auf jeden Fall super, super gut mit Nahrung versorgt sind. Der Gedanke, den ich jetzt immer noch hatte, war, das Weibchen ist zu diesem Zeitpunkt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, glaube schon verstorben gewesen, aber ob die Elterntiere oder in dem Fall jetzt nur das Männchen irgendwann vielleicht in ihrem Verhalten umschlagen und doch dem eigenen Nachwuchs nachstellen. Das ist eine Gefahr, die immer mal gegeben ist, man steckt da nicht drin. Das läuft bei dem einen so, das läuft bei dem anderen so. Ich war mir dieser leichten, latenten Gefahr bewusst und habe da immer sehr genau beobachtet, konnte bei dem Männchen aber nie feststellen, dass der in irgendeiner Form Aggressionen gegenüber seinen Jungtieren gezeigt hat. Ich habe natürlich dann auch, um von den Artemia-Nauplien nicht wegzukommen, aber um sie zu ergänzen, angefangen mit Trockenfutter zu füttern, habe hier eine Futtertablette reingegeben. Da habe ich einmal diese Sea Life Color Paste genommen, die in anderen Videos auch schon von mir gezeigt wurden, und die Sera Onip Tabs. Und der Vorteil davon ist einfach, man hat das gerade gesehen, das Männchen geht ja auch an dieses Futter dran und das wirbelt dann diese ganzen feinen Partikel auf und das führt dann dazu, dass auch für die Jungfische im Freiwasser diese feinen Partikel zur Verfügung stehen und die Jungfische auch dann irgendwann anfangen, dieses Trockenfutter zu fressen. Hierbei habe ich jetzt beobachtet, dass die Umstellung doch ein bisschen länger gedauert hat. Also die Jungtiere waren so auf Artemia-Nauplien und auf lebendes, zuckendes Futter geprägt, dass die an Trockenfutterpartikel wirklich erst so nach ein, zwei Wochen dran gegangen sind. Das wäre jetzt ungefähr so dieser Zeitraum, den ich sagen würde. Vielleicht war es auch nur eine Woche, wo ich das regelmäßig gefüttert habe. Und hier so ein ganz wichtiger Punkt, wieder Geduld. Es ist nicht immer so, dass man ein neues Futtermittel dann hier ausprobiert, das da reinschmeißt und dann stürzen die sich da sofort drauf. Das war bei meinen Transvestitenbuntbarschen, war das der Fall. Das ist dann natürlich besonders schön, wenn das so leicht funktioniert. Bei den jungen Schmetterlingsbuntbarschen war das nicht der Fall. Die haben wirklich eine ganze Zeit gebraucht, um sich an das Trockenfutter zu gewöhnen. Man muss da Geduld haben und auch vor allem dranbleiben. Immer wieder auch zusätzlich Trockenfutter geben, sodass die das irgendwann als Futter auch erkennen und als solches dann auch annehmen. Nichtsdestotrotz, in der ganzen Zeit der Aufzucht, auch übrigens heute noch, ich habe die Tiere ja jetzt immer noch in meinem Aquarium schwimmen, die sind schon deutlich größer, fütter ich Artemia-Nauplien. Und das ist ja absolut das Gold des Aquarianers, wenn es um die Zucht geht. Und man sieht jetzt nochmal hier auch, was für Mengen ich natürlich verfüttern musste. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, als die Jungtiere dann größer waren, habe ich dann wieder diese Zählungsmethode gemacht, ne? Also ein paar von denen gezählt und dann das Ganze hochgerechnet. Und ich bin dann immer noch so bei 150 Tieren gelandet. Und die sind dann schon deutlich größer geworden. Und dementsprechend muss man das auch im Blick haben, dass man jetzt hier nicht eine sehr geringe Anzahl von Jungtieren mit Futter versorgen muss, sondern dass es wirklich ein sehr, sehr großer Schwarm ist, der wirklich komplett mit Futter versorgt werden muss. Und dementsprechend sind auch die Mengen an Artemia-Nauplien, die ich hier in dieses Aquarium gegeben habe, extrem groß gewesen. Also ich habe da wirklich richtig reingehauen und die Jungfische haben es mir mit einem guten Wachstum und einer geringen Sterberate gedankt. Allerdings auch da wieder, man
muss, so meine Erfahrung hier an dieser Stelle, immer das komplette System im Blick haben. Das muss stabil laufen. Und wenn ich hier ein Aquarium, ein Aufzuchtaquarium, was es jetzt da mittlerweile ist, bei dieser Größe der Jungtiere, wenn ich das so stark fütter und das so stark überbesetzt ist, ne, das ist ja nicht auf Dauer, das ist nur für die Aufzucht jetzt dieser Fische, dann muss ich auch entsprechend reagieren und die Wasserpflege vorantreiben. Das heißt, ich habe den Wasserwechselrhythmus erstmal schon mal von einmal in der Woche 60% auf zweimal in der Woche 60-80% hochgefahren, einfach um immer wirklich frisches Wasser zu haben. Und diesen ganzen Stoffen, die ich da reingebe, diesen ganzen Futter und Nährstoffen, die ich da reingebe, um denen entgegenzuwirken und das Wasser wirklich auch gut in einer guten Qualität zu halten. Das muss immer ein gutes System sein. Ich habe jetzt hier nochmal so Überblickaufnahmen gemacht. Das ist immer sehr schwierig in den Schwarzwasser-Aquarien, habe ich schon häufig gesagt, weil ich einfach mit sehr vielen Reflexionen zu kämpfen habe. Aber man sieht, das ganze Aquarium ist voll mit Schmetterlingsbuntbarschen. Die sind jetzt hier noch in einer relativ geringen Größe, aber die haben sich komplett verteilt über das gesamte Aquarium und überall sind Schmetterlingsbuntbarsche. Ich finde, das ist ein tolles Bild, will aber nochmal betonen, weil das immer wieder auch kommt, das Becken ist doch überbesetzt und das kann doch so nicht sein. Ja, natürlich nicht. Ne? Nicht für die dauerhafte Haltung. Gerade in den Futterszenen, die jetzt gleich auch nochmal vermehrt kommen, sieht man, wie viele Tiere da drin sind. Allerdings sammeln die sich natürlich auch in einer Ecke des Aquariums, wo eben das Futter reingegeben ist. Diese Becken, diese Aufzuchtbecken sind komplett überbesetzt, deswegen ganz strikte Wasserhygiene, viel Futter, um die Tiere dann auch groß zu bekommen. Und dann werden die hier natürlich selbstverständlich abgegeben. Ich werde super häufig in den Kommentaren gefragt, was ich denn mit den ganzen Jungtieren mache. Ich gebe sie an befreundete Aquarianer oder an Zoohändler meines Vertrauens ab. Das ist auch immer das, was ich in den Kommentaren antworte. Und auch hier bei den Schmetterlingsbuntbarschen habe ich im Vorfeld wieder nachgefragt. Wenn ich die jetzt züchte, gibt es Leute, die da Interesse haben? Kriege ich die los am Ende? Ich hatte das in meinem Video zu meinen Gedanken zur Zucht von Aquarienfischen schon mal gesagt. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Macht euch im Vorhinein darüber schlau, wohin ihr die Tiere abgeben könnt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt 150 Schmetterlingsbuntbarsche hier zu Hause und die müssen natürlich irgendwo unterkommen. Glücklicherweise ist mein Netzwerk mittlerweile so, dass ich sagen kann, die sind im Prinzip alle schon weg. Ja, die schwimmen noch bei mir, die müssen noch deutlich wachsen, auch jetzt immer noch. Aber dann sind die auch schon alle vergeben. Also von daher, wer da Interesse hat, kann mir immer meine Mail schreiben, aber in der Regel ist meine Antwort in den Mails dann, nee, habt nichts abzugeben, ist alles schon vergeben. Jetzt sind wir hier in so einer Phase über die letzte Zeit, wo ich geredet habe, wo die Fische einfach immer größer werden. Die Größenzunahme, die nimmt natürlich ab. Wir haben am Anfang so einen riesengroßen Sprung, wenn die anfangen, Artemienhäuptchen zu fressen. Und dann geht das Ganze natürlich deutlich langsamer vonstatten. Und bis die dann wirklich mal eine Abgabegröße haben, ich sag mal von 3 Zentimetern, 4 Zentimetern, da vergehen einige Wochen und Monate, bis das soweit ist. Und so lange muss man dann auch wieder Geduld haben. Aber hier, finde ich, ist jetzt schon so ein Punkt erreicht, wo ich sage, ich kann dieses Video machen, denn die Zucht ist gelungen. Das sind jetzt hier schon wirklich kleine Schmetterlingsbuntbarsche, die man sehen kann. Und die machen einfach Spaß, sich anzugucken. Also die Färbung ist noch überhaupt nicht gegeben. Das wird auch noch Ewigkeiten dauern, weil das ja F1-Tiere sind, also Filialgeneration 1 nach Wildfang. Und die Wildfänger haben einfach eine deutlich geringere Färbung als diese ganzen Hochzuchtformen. Die färben sich viel, viel schneller aus. Aber die Musterung, die Zeichnung, die wird immer mehr so, wie das auch bei den Alttieren der Fall ist. Was hier jetzt ganz klar wird nochmal ist, das sind einfach jetzt graue Mäuse. Ne? Und da ist noch keine Färbung vorhanden, wie ich das gerade schon sagte. Und das ist eben auch im Handel häufig der Fall. Das heißt, wenn ihr mal irgendwo die Möglichkeit habt, F1-Tiere von den Schmetterlingsbuntbarschen zu bekommen, lasst euch nicht davon abschrecken, dass das wirklich graue Fische sind, so wie sie jetzt hier in diesen Ausschnitten sehen könnt. Ihr habt ja gerade die Alttiere gesehen. Das werden richtig prächtige Tiere und vor allem sind die gut beflosst und haben eben in ihrem Verhalten, sind die noch sehr natürlich und sind auch noch dazu in der Lage, ihre Jungtiere aufzuziehen und so weiter und so fort. Das Ganze muss nicht immer gelingen. Ihr habt gehört, was für Wasserwerte ich fahre. Das ist extrem, das kostet viel Mühe, da muss man sich viele Gedanken vorher machen. Und man muss eben diese ganzen Dinge hier beachten, die ich jetzt hier genannt habe. Und ja, ich bin super froh, dass das hier bei mir geklappt hat und dass ich das Video zeigen konnte. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und läutet die Glocke. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.